Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Cities Skylines. Und wie immer zu Beginn einer neuen Folge benenne ich wieder Dinge nach Menschen. Und zwar, wo fangen wir da heute an? Der Paceplay, der wollte unbedingt eine Mülldeponie werden. Kann er gerne haben. Paceplays Mülldeponie. Kannst jetzt unsere ganze Scheiße fressen. Nein, Spaß. Aber ich muss die auch mal kurz leeren. So. Was? Mehrere Probleme? Was heißt denn hier jetzt mehrere Probleme? Das Gebäude ist auf Entleerung seines Inhalts eingestellt und deshalb nicht in Betrieb. Ah, okay. Passt aber. Und ich habe da noch eine zweite Mülldeponie. Genau. Die wird jetzt auch entleert. Dass da endlich mal alles rauskommt. Als nächstes haben wir den Lead Seed Your Keks. Alter, wie kommt man denn auf so einen Namen? Bitte mal in die Kommentare schreiben. Wundert mich doch ein bisschen. Der wollte Postbote werden, aber das geht natürlich nicht. Postboten kann man hier im Spiel nicht machen. Deswegen kriegst du einfach ein schönes Häuschen. Guck mal, hier haben wir doch was Schönes. So ein richtig schöner Mega-Shopping-Center kriegst du. Lead Seed Your Keks Mall. Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Und mir fällt gerade was ein, was ich kurz noch loswerden wollte. Es kann sein, also ich habe mir eine Liste gemacht und schreibe mir alle Leute auf, die nach irgendwas benannt werden wollen. Es kann mal sein, dass es einige Tage länger dauert, bis ihr benannt werdet. Ich nehme immer im Voraus auf und in letzter Zeit kommen halt auch so viele neue Namensvorschläge dazu, dass ich da schlicht und ergreifend einfach nicht mehr hinterherkomme, Leute. Deswegen einfach ruhig Blut. Ich mach das alles, keine Angst. Ich habe wirklich hier eine Liste. Moment, ich raschel mal damit. Das ist mittlerweile ein DIN A4-Blatt. Hat angefangen mit dem Post-it. Mittlerweile ist es ein DIN A4-Blatt, weil doch viele Leute da Bock drauf haben, benannt zu werden. Und ja, der Patrick 19, der war sehr hartnäckig. Der wollte unbedingt nach dem Bahnhof benannt werden. Und du kriegst jetzt einen Güterzugbahnhof. Patrick 19. Und ihr müsst das nicht 15 Mal in die Kommentare schreiben, Leute. Ich mache das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe mir eine Liste gemacht, aber kann halt, wie gesagt, mal ein bisschen dauern. So, Patrick 19, dann. Und als letztes, zumindest für heute, mache ich noch den Koschott HD. Der will ein Haus haben. Einfach ein normales Haus. Kommen wir hier so ein bisschen am Rand. Ne, nicht an der Autobahn. Autobahn ist blöd. Guck mal hier. So richtig schön hier. So ein topmodernes Haus ist doch richtig schön. Koschott HD Anwesen. So, jetzt hast du ein topmodernes, wunderschönes Haus. Ich hoffe, du bist damit zufrieden. Und das war es erstmal wieder mit Benennen von Dingen nach Leuten. Und ja, ich habe den Tipp gekriegt, wenn irgendwo wie hier überall diese Dinger sind, soll ich den Scheiß doch am besten abreißen. Und das werde ich jetzt auch mal tun. Das dauert jetzt halt mal einen Moment. Aber ich hatte eigentlich darauf gehofft, dass die selbstständig wieder bezogen werden. Aber das ist leider nicht passiert. Deswegen mache ich das jetzt halt alles manuell weg. Größtenteils zumindest. Ich werde das jetzt nicht alles machen. Aber dann sieht es ja auch mal ein bisschen schöner aus. Neue Leute können sich ansiedeln. Auf der GameStar Seite gibt es jetzt eine Übersicht über die, ich glaube, 10 allerbesten Mods für City Skylines. Und da gibt es unter anderem auch eine Mod, die quasi dieses Abreißen von verlassenen Gebäuden übernimmt. Und die werde ich wahrscheinlich demnächst auch mal installieren, weil das hier ist tatsächlich extrem nervig, muss ich jetzt einfach mal sagen. Aber das werde ich jetzt nicht heute machen. Das werde ich vielleicht für die nächste Folge einführen. Ich muss mal gucken, wie das geht. Sollte eigentlich recht einfach sein. Ich glaube nämlich, dass das hier eine Steam Workshop-Anbindung gibt. Sollte also drin sein, das relativ einfach durchzuziehen und relativ schnell. So, und wir sind relativ durch. Da hat gerade einer gesagt, er hat kein Wasser. Wie kann das denn bitte sein? Oh, tatsächlich. Na gut. Da, viel Spaß damit. Entschuldigung. So, was machen wir heute?
Hier blinkt's die ganze Zeit. Neues Gebäude. Ach, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Ich habe ja einen Hafen mittlerweile. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Habe ich hier irgendwo eine schöne Anbindung? Also ich habe mir überlegt, tatsächlich auch hier das hier komplett als Hafen zu missbrauchen. Das Problem ist halt ein bisschen, das Industriegebiet wäre relativ weit weg davon. Scheiße, wie mache ich das? Hier einen Hafen rein. Nein, natürlich Quatsch. Und was natürlich auch noch gesagt wurde, ich war natürlich so doof, ey, Leute. Hier diese Abwasserpumpen, die kann ich natürlich abreißen. Das ist natürlich totaler Blödsinn, dass ich die noch hab. Moment, jetzt fällt mir gerade was auf. Wo ist denn... Ich habe doch Leute auch nach Abwasserpumpen benannt. Die müsste ich, glaube ich, nochmal neu benennen. Aber auf jeden Fall reiße ich jetzt mal die Dinger hier ab. Und baue lieber noch von den Aufbereitungsanlagen noch welche hin. Muss jetzt nochmal kurz auf meine schlaue Liste gucken. Utz-Chiller hatte, glaube ich, genau, Abwasserpumpe. Muss ich nochmal kurz neu benennen, sorry. Und TZT-Challer Abwasserreinigung. Abwasserreinigungs GM. Ach, scheiße. Abwasserreinigung. Na, passt. Gut, den habe ich. Und wer wollte noch ein Abflussrohr sein? Bisher noch keiner. Alles klar. Gut, dann passt das hier auch. Dann wird er auch nicht so mega verschmutzt. Und was haben die hier eigentlich für Probleme? Die brauchen ungelernte Mitarbeiter. Das heißt, wir brauchen strohdoofe Menschen. Wisst ihr was? Sollen sie strohdoofe Menschen kriegen? Die bauen wir direkt hier mit dazu. Die kriegen jetzt halt auch keine. Die kriegen jetzt halt auch keine Schule und so ein Krempel. Das wird jetzt tatsächlich ein reines Arbeiterviertel. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Arbeiter doof sind, aber in dem Spiel anscheinend schon. Also ist nicht meine persönliche Meinung, möchte ich mal festhalten. So, und ein bisschen Shopping-Möglichkeiten bekommen sie hier auch noch. Dass das Wohngebiet nicht so direkt an der Industrie hängt. Sondern den Rest packen wir jetzt hier einmal komplett voll mit dichtem Wohngebiet. So. So. Kriege ich das hier mit einer Ladung runter? Grad so. Nein! So. Nee, hier ist noch eine Lücke. Aber das hier kriege ich mit einer Ladung runter. Und mir fällt gerade auf. Doch, jetzt kommt's Wasser, alles klar. Wollte gerade sagen, mir fällt gerade auf, irgendwie kam da nichts. Ich muss jetzt halt mal drauf hoffen, dass sich das hier schnell füllt, dass die hier Arbeiter bekommen. Wenn nicht, habe ich ein kleines Problem. Deswegen, ich mache da jetzt auch erstmal gar nichts dran. Also die kriegen jetzt auch keine Vergünstigung oder sowas. Jetzt muss ich mal kurz gucken, hier bei der Besteuerung und so, Stadtplanung. Hochhausverbot. Hier, Verbot für starkes Verkehrsaufkommen wurde mir ans Herz gelegt. Verbieten Sie starkes Verkehrsaufkommen in einem Gebiet. Sorgen Sie dafür, dass es optionale Routen gibt, denn die Geschäfte in der Stadt müssen in der Lage sein, Lieferungen zu empfangen und abzuschicken. Schwere Transportfahrzeuge sind nicht gestattet, hat keinen Einfluss auf Autobahnen. Da muss ich jetzt mal kurz schauen. Also die Hölle verkehrstechnisch brennt ja hier. Was haben wir denn hier für Fahrzeuge? Diese großen Dinger, das sind tatsächlich LKWs. Ich probiere es einfach mal aus. Entweder es geht halt fürchterlich schief oder halt nicht. Und wie mache ich das jetzt? Wie kann ich das jetzt beeinflussen? Was ist das hier? Stadtviertel löschen. Bla bla bla.
Ja, sau gut. Und wie mache ich das denn jetzt? Dienstleistung? Nee. Nee. Also wenn ihr wisst, wie ich das jetzt bestimme, wo kein erhöhtes Verkehrsaufkommen sein darf, bitte mal in die Kommentare schreiben. Ich habe keine Ahnung momentan, ob ich das irgendwie mit diesen Stadtvierteln oder so machen muss. Bitte mal in die Kommentare schreiben. So, neues Gebiet kann ich nicht kaufen. Wann kommt denn das nächste mit 42.000? Da sind wir noch leider noch ein bisschen entfernt. Da gibt es dann auch neue Kernkraftwerke. Cool. Ich bin gerade überlegen, wo ich den Hafen hinpacke. Wahrscheinlich hier wahrscheinlich tatsächlich dann doch am besten. Hier so. Ja, wird wohl drauf hinauslaufen. Wie sieht es denn stromtechnisch gerade aus? Passt. Passt. Abfall. Ja, geht so. Da hinten ist noch eine Mülldeponie. Randvoll, beide sogar. Das hier ist die Verbrennung. Ne, scheiße, hier habe ich überhaupt keine Verbrennungsanlage. Puh, Moment. Packe ich mal schnell hier hin. Und hier direkt noch eine. Passt. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich vielleicht mal Steuern senken kann, Boah, die Steuern sind schon total unten. Wie kurbel ich das Wachstum meiner Stadt an? Gibt es irgendwie Freizeitmöglichkeiten oder sowas? Ja, freundlicher Stadtpark. Den können wir doch mal irgendwo hier reinsetzen. Aber wo? Kriege ich den hier runter? Nee. Der ist verdammt groß. Da. Perfekt. Wunderschöner Stadtpark. Die Mall, die habe ich, glaube ich, schon gesetzt gehabt. Was haben wir hier noch? Kann ich mir nicht leisten. Aber da brauche ich auf jeden Fall ein bisschen was an Geld noch. 100.000 kosten die. Boah, das ist nicht wenig. Und hier sind schon wieder die ganzen Sachen verlassen. Das liegt aber halt am Mangel an ungelernten Arbeitern. Ich mache mal schneller. Wie sieht es polizeitechnisch aus? Alles im grünen bzw. blauen Bereich. Was ist denn hier oben los? Wie sieht es mit Feuerwehr? Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Die hier oben kriegen auf jeden Fall eine Feuerwehr noch. Wahrscheinlich sind sogar zwei noch besser. Hier müsste auch noch auf jeden Fall eine rein. Da unten. Da kommt noch eine hin. Jetzt natürlich blöd, dass ich hier Einbahnstraßen habe, aber kann ich dann erstmal auch nichts dran ändern. Sonst passt's aber. Krankenhaus. Die hier oben kriegen auf jeden Fall noch ein Krankenhaus rein. Dann sind die auch ein bisschen versorgt. Passt soweit. Gut, Infrastruktur gelegt. Jetzt müssen nur noch die Leute kommen. Kann ich hier irgendwo noch ein paar schöne Parks hinsetzen? Gebäude muss neben einer Straße platziert werden. Das ist doch eine Straße. So. Park. Bisschen Park ins Industriegebiet. Hier kommt noch einer hin. Nicht genügend Geld, sollte jetzt aber gleich da sein. So. Parktechnisch sind die auch versorgt. Passt. Gut, infrastrukturell sind wir, glaube ich, ganz gut versorgt. Mülldeponien sind soweit leer. Und wie viel ist denn da drauf? Sieht man das? Irgendwie, prozentetechnisch. Guck mal kurz nach. Ja, die Auslastung ist schon relativ hoch, aber funktioniert alles soweit. Müllreserve,
Die haben ordentlich was an Müllreserve. Ich frage mich jetzt, wird währenddessen der Müll abgeholt? Schon, oder? Also hier beschwert sich noch keiner außer der hier, aber sonst sieht es ganz gut aus. So, verkehrstechnisch hat sich noch nichts geändert. Also muss man da wahrscheinlich tatsächlich irgendwie ein bisschen was an Verwaltungsarbeit leisten. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Bitte, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Damit würdet ihr mir auf jeden Fall helfen. Und jetzt sind hier auch überall noch diese verkackten, verlassenen Gebäude, ey. Und es wird nicht weniger. Am liebsten reiße ich das ganze Stadtviertel einfach ab. Wobei an ungelernten Leuten sollte es ja eigentlich bald nicht mehr mangeln. Die Dovis ziehen da ja auch gerade ein. Naja, gut, ich würde aber mal sagen, das war's für heute. Weniger geschafft, als ich gehofft hatte. Aber dafür schaffen wir hoffentlich nächste Folge mal ein bisschen mehr wieder. Und sonst sieht es doch ganz gut aus. Naja, ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und wir sehen, der See sieht gar nicht mehr so scheiße aus. Macht's gut. Tschüssi.